perfekt fürs Frühstücksfernsehen. Für Kaffeepuls aufstehen heißt er. Nach langer Zeit dein erster Song. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt aufstehen geschrieben und ja, ich war verletzt für einen Tänzer eine ziemlich harte Zeit. Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder einigermaßen tanzen habe können. Und derzeit haben wir gedacht, die Emotionen müssen irgendwie raus. Mhm. Und sie sind durchs Jodeln aus mir herausgeburzelt. Ja, wie schaut das mit dem Jodeln aus? Kannst du das wirklich besser als der Bruder da? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, ob der Andi für jodelt. Was ich machen. Das ist immer ganz praktisch, weil die Leute natürlich sagen, nein, jetzt singt der kleine Bruder, also er singt nicht, der jodelt. Ja. Jodeln ist was Tolles, was Ursteirisches und es macht gleich mal Stimmung und Rhythmus und das hat man als Tänzer immer gern. Jetzt haben wir schon von deinem Bruder gesprochen. Der ist natürlich der große, bekannte Bruder. Hast du da Angst, verglichen zu werden? Ne? Dass jetzt jeder sagt, wie klingt die Musik und ist es besser oder schlechter? Natürlich wird man unweigerlich immer mit ihm verglichen. Mhm. Ich bin natürlich stolz auf meinen kleinen Bruder, er ist ja der Jüngere und es ist ja schon gigantisch, was er alles geleistet hat. Aber es ist das, was ich immer für mich persönlich ganz was anderes und ich mache das ja schon über 20 Jahre. Also hat man selber kein Problem damit, man hat auch keinen Erfolgsdruck, weil mein Bruder kann man sowieso nicht einholen und kopieren. Aber die Leute sehen es natürlich manchmal so. Und was hat er zum Song gesagt? Ja, er findet es total lustig. Ja? Wir dann auch singen oder covern? Wir dann auch singen oder covern? Hat er da schon was anmerken lassen? Ja, wie wir vorhin noch einmal gemeinsam gehört, da hat er mich dann gleich auf die Bar hinaufgehoben und gesagt, so jetzt muss der Lied quasi performen. Das Erste, was wir gesehen haben, als du zu uns ins Studio gekommen bist, ist dein Bart. Der ist ja neu. Was hat es mit diesem Bart auf sich? Naja, letztes Jahr im November habe ich ihn im Sinne des Movembers stehen lassen und wachsen lassen und dann gedacht, es wäre lustig, einfach mal so einen Schnauzer zu machen. Bin ja auch sehr monarchistisch veranlagt, das taugt mir irgendwie, das ganze Historische. Und sagt, lass mir mal so einen Kaiserbart stehen. Was sagt deine Frau dazu? Ja, die ist nicht so begeistert, muss ich sagen. Und wie ist das Feedback der Männer und der Frauen? Die Männer finden es sehr spannend, sagen, das würde ich auch gerne mal machen oder würde ich mir gerne mal wachsen lassen oder ich habe leider nicht so viel Bart, aber es gefällt mir. Und die Frauen sagen alle, um Gottes Willen, weg mit der Rotzbremse. Und wie schaut das aus, wenn das nicht so gestylt ist, dann hängt das dann runter? Ja, dann schaut ein bisschen aus wie so ein Nagetier. Ja. In der Früh hängt der Bart natürlich runter. Ja. Wie viel Zeit brauchst du da? Das geht ganz schnell. Einmal rauf, einmal links, einmal rechts. Wie viel machst du das? Ja. Interessant. Nicht so heiß, weil sonst fällt man sich die Nase weg. Da lacht auch keiner Florian Tanner darüber. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Besuch. Aufstehen, weil es gibt noch öfter ran. Wir sind schon gespannt auf ein neues Projekt dann von dir. Es gibt folgende Projekte noch. Ja, da freuen wir uns und lade dich natürlich auch gerne wieder zu uns ein. Florian Tanner, wie schaut es bei dir aus mit so einem Bart? Nein, ich